Servus Leute, seid herzlich willkommen. Ich bin verwirrt, ich wusste gar nicht, Leute, es gibt noch ein Battle von Z, was ich gar nicht kannte, noch nie drauf reagiert habe, auch früher nicht kannte. Habt ihr in die Kommentare geschrieben, es gibt noch ein Z versus Muro. Habe ich gesucht und mein Leben gesucht und dann zack, Z, Muro, WTF, let's go. Tigo Braznovic Beats, Alter, dankeschön auf jeden Fall, dass du uns heute deine Beats gespendet hast. Oh ey, die Hände hoch für diesen geilen Beat, Alter, das hört man jetzt schon. Oh shit. Boah, Alter. Guck mal, auf der Trikotnummer, da steht Ali drauf, weil Ali ist ja Zs richtiger Name, wenn ich das jetzt richtig weiß. So, let's go. 3, 2, okay. Und ich höre dein Lied und sag zu dir, Bruder, du bist so tot, am besten passt dein Tag zu dir. Was sagt der hier? Okay, Leute, also ich sag mal so. Für die, die neu sind, ihr habt schon krasse Reactions leider verpasst zu Rapper Mittwoch, aber ihr könnt gerne den Channel abonnieren und einfach mit in diesem Rapper Mittwoch Zug mit uns fahren. Für die, die immer dabei sind, weiter geht's. Sagt er hier, am besten passt mein Sang zu dir. Du Schwanzkopf, während ich auf dem Takt basier, muss deine Sis-Schwanz massieren und fantasieren über eine Zukunft mit mir und dir am Strand mit Bier. Noch zwei Takte, drei, zwei. Und change! Ey yo Leute, ihr seht in meinen Spasti kassieren. Ey, was ist das? Eine ganz schlechte Hafti-Kopie. Tut mir leid, du kriegst jetzt gerade im Arsch. Das ist der kleine Bruder von diesem Tatverdacht. Wenn ihr wisst, wer das ist, dann würdet ihr jetzt lachen. Guck mal, er kennt den und das tut er auch. Ey, habt mal Spaß, ey. Junge Muro Battles sind auch richtig lustig, Alter. Aber Muro kommt gut rein. Am Ende gewinnt Muro gegen Z. Das wär krass. Sag zu mir! Ey, da. Und Chains! Ey, Bruder, du bist Miesburner. Bitte hör auf zu rappen, ich kauf dir Cheeseburger. Okay? Du bist nur ein Fettsack, der rappt. Ich bin Z, Mann, ich Mann. Okay. Mach nicht auf Gangster, meine Faust macht deine Welt runter. Ich hol dir einen Stern, du holst mir einen runter. Oh. Okay? Und ich fix auf deine Köpse. Du und dieser Mops, Chains. Mann, ihr werdet schöne Möpse. Warte mal. Na, das Battle ist ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, das ist Zs erstes Mal bei Rapper Mittwoch, weil das merke ich daran an diesem Trikot. Ich glaube, das ist ja zum ersten Mal da. Ja, ja. Und change. Ey, yo, ich mach's wie DJ Pete und lege aus. Ich koch mit Cheeseburger, seiner Mama geb ich aus. Ja, yeah. So sieht es aus, ey, denn sie hat's echt nötig. Deswegen mich zu battlen ändert, setzt ziemlich nötig. Ich bin fett. Ja, Mann, ich frag mich, wie's dir geht. Du bist viel zu tun. Leute, hat mal jemand für ihn einen Keks? Und ich weiß, du bist in der zweiten Runde raus, ey. Und dieser Z, der sieht so verdammt hungrig aus. Hey. Ey, Junge, Muro, Junge, haut Muro Z hier jetzt raus? Ihr wisst, dass er ein Cake ist. Darf ich vorstellen, das neue Cover von Mackis. Der Fischer geht gerne essen, freizeitlich. Dabei tick ich Gras und gib ihm dann einfach Stich. Das ist so, Mann, ich fick dich im Po. Risiko, ich werd bezahlt für die Scheiße wie City Close. Du bist nix, Mann, du Bastard, bist weg. Das ist Z, Motherfucker, dein Rap ist letzter wack. Change. Yeah. Ey, letzter Change, bist du Opfer im Arsch. Ja, Mackis, Digga, Sponsorvertrag. Ja, Mann, also halt deine Fresse, komm, M-U-R-O. Mann, ich bleib jetzt der Beste, so sieht's aus, wenn ich von hier nach Berlin komme. Er hat's ja nicht weit, denn er wohnt in dieser Tonne. Ja, oh mein Gott. Okay, ey, aber ich muss sagen, ich fand Z nicht so stark. Er ist deutlich stärkere Sachen gibt es. Und, ey, Junge, es kann sein, dass Muro hier gewinnen wird, ne? Ey, ich hau die ho. Ey, und kann das sein, dass du hier zu Hause wohnst? Aus, mach mal aber diese beiden MCs hier in diesem ersten Battle gegeneinander. Schön, dass ihr euch Respekt gebt. Ist nicht so einfach vor, weiß ich nicht, 500 Leuten da das zu machen. Zeig mir mal rein, für den Sie, der hier angefangen hat in dieser ersten. Okay, ich bin gespannt. Runde für Z. Oh. Zeig mir mal rein, für den Sie, der nachgelegt hat für Muro. Oh. Z hat das Battle verloren. Krass. Ja, ich sage euch aber auch ganz ehrlich, ey, wir müssen ehrlich sein. Z ist ein hat heftige Battles gehabt. Das Battle war vielleicht sein erstes Battle, da müssen wir ehrlich sein, das war nicht so gut, Leute. Es war nicht so gut, auch wenn es Z ist. So, man muss ehrlich sein, Muro war schon besser. Nichts zu sagen hat das Gremium. 1-1-0 für Muro. Kommen wir zur zweiten Runde. Text. Es gibt eine zweite Runde? Du hast eben angefangen, Muro muss anfangen, setzen wir uns hin. Yeah, ein paar Hände wären echt geil. Könnt ihr mal ein bisschen Hände heben? Hab ich mehr Bock drauf, geil. Yeah. Ich dachte, es wird nur das gezeigt. Krass, okay? Okay. Ey, yo, Leute.
Leute, ich bin Muro, merkt euch bloß diesen Namen. Und ey, wollt ihr eine Show, dann mal hoch mit den Namen. Ey, ich kam, ich sah und siegte danach. Heute streichel ich mein Bauch und genieß jeden Tag. Ich schieße jetzt ab, flieg in die Charts. Was für Album, mach mir mal Release-Party klar. Jeder liebt meine Art, der kleine dicke Teddybär. Doch guckst du einmal weg, hab ich mit deiner Mal geschenkt, sag er. Der Hotel, ich bin der deutsche Meister und der... Okay, okay, okay. Geht jetzt nach oben, Digga, Räuberleiter. Träum mal weiter, wenn du denkst, dass du eine Chance hast. Schreib mal deine Füße als vor, ich mach dich wie Konterblatt. Körper ist wie Mickey, ich bin so wie Tommy Gun. Mach dich auf Apollo, sonst wirklich dich wie Rocky, Mann. 484-338, Digga, das ist Hardcore-Style. Du bist wie mein Gürtel, du gehst mir an meinen Arsch vorbei. Ein bisschen Atemprobleme hat man gemerkt, aber sonst war okay. Schöner Text von Muro, sehr schön. Also ich meine Ausdauer, ne, vom Atem jetzt. Kommen wir zu den Lyrics von Z. Okay, Digga, also, wir werden jetzt ja auch hier entscheiden, wen wir besser fanden. So, jetzt kommt's drauf an, danach treffen wir eine Entscheidung. Let's ja, go. Ja, ah, ah, gib mal die Hände, alle Hände hoch, ja, ja. Los geht's. Du willst Mann sein, Bruder, was du nicht sagst. Wenn du Mann bist, dann sag, warum hasselst du hart? Während dein Dad einsteckt und sogar Stein schleppt, bist du weit weg, Weibe, richtiger Mann. Während Mama Häuser putzt, bist du nur Botox. Oder wieder Popos poppen und dann wieder Knoten glotzen. Bist du Mann, wenn du Familie gründest oder stabile bündelst in Papiere kümelt, sag mir, bist du Mann, nur auf Papier verdammt? Graslieferant, bist die Lunge verkrampft oder bist du doch... Okay, 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 Alter. Der Beat, der gefällt mir leider nicht so. Leider gefällt mir der Beat das erste Mal nicht so wirklich. Einer von denen, der Süppchen kocht. Und dann machst du Beine breit wie ein Y. Bist du Mann genug, um dein Wort einzuhalten? Oder trägst du knappe Mini-Rocks wie Schlampen am Bus halt? Bist du Mann wie dein Vater? Oder Standesbeamter von Transen und Kach? Was los, sag mal du Mann, bist Blender wie Rückspiegel? Wenn du dir sicher bist, warum vertraust du Glücksspielen? 5, 7, 5, 10, du Mann bist wie Adam. Bleibst du Mann mit viel Haram? Yep. Schöner! Okay, ich sag mal so, ich bin gespannt, wer die zweite Runde für sich entscheiden wird. Ich bin gespannt. Der Text hier von Z, sehr schöner Text. Ja, der war kommt, gut. Kommt, stellt euch auf meine Seite. Ich persönlich fand Z, also Muro war die erste Runde besser, bin ich ehrlich, aber ich fand Z war die zweite Runde besser. Z, komm, stell dich an die Seite, jetzt voten wir das. Mal gucken, was jetzt passiert. Zeig mir eure Hände für die Lyrics von Muro. Was? Hat Muro hier auch gewonnen? Zeig mir eure Hände für die Lyrics von Zed. Ja. Mehr Hände für Muro, ne? Ah, das sieht auch wieder ein bisschen undeutlich aus, ne? Ich sehe das auch so, wenn es undeutlich aussieht, wird es für den hinten liegenden MC gewertet. In dem Fall bist es du. 1-1 und wir kommen zu einem... Okay, krass. Okay, krass, Junge. Ein AK lauter. Ein AK. Ach, Freunde, sehr schön. So, wer hat eben gewotet? Junge, da hatte Z krass Glück, weil ich habe persönlich Muro mehr Hände gesehen. Mit der Dings, du, Faust oder Ficker? Ficker. Ja, yeah. Muro soll anfangen. Junge, wenn Z das noch rausdribbelt, dann hat er wirklich Glück gehabt, weil eigentlich hätte Muro gewinnen müssen. Go. Yo, Z, Alter, okay. Mich zu battlen, da hast du es eigentlich echt schwer. Und seitdem mein Basic das Trikot trägt, da bin ich kein Fan mehr. Ja, so sieht das aus, Alter. Halt deine Fresse, du bist eine Schlampe für Berlin. Du bist auf Ketamin, Droge, Speed und auf Amphetamin. Weißt du, was mich ein bisschen triggert? Wenn er ist ja, Muro kommt ja von Murat, denke ich mal, eine türkische Herkunft. Und dass man dann Besiktas sagt, also das Deutsch ausspricht, obwohl man weiß, wie man es ausgesprochen wird, das triggert mich dann so ein bisschen. Mir jemand muss diese Schlampe erziehen. Ich komm zu Ram nach Berlin und der denkt, yo, ich bin Z, ich bin ein ganz krasser MC. So sieht das aus, Alter. Du bist mir scheißegal. Abnormal fick ich deine Mal richtig anal. Du bist nur das Inzestprodukt. Deine Mutter hat noch vorgestern einen Schüttoff bei mir im Index gelutscht. Ja, das hat sie sehr gut gemacht, einen richtigen Groove gehabt. Ich weiß nicht, was du so machst, aber du wirst krass verkackt. Okay, okay, okay. Da kommt auf jeden Fall schöne Reimketten zustande von Muro. Auf jeden Fall, ich zeig dir jetzt, was lustig ist. Mutterwitz für Mutterwitz. Seine Mutter trinkt ihre eigene Muttermilch, wenn sie durstig ist. Hä? Ja, so sieht das aus, da brauchst du gar nicht so doof gucken, weil du bist einfach nur eine von diesen Ho-Noten. Ich bin Freestyle-MC, hab keinen Text parat, doch du bist ein Transvestit und willst Sex im Arsch. Also halt mal deine Fresse, Mann, du billige Ho. Deine Mutter, ey, sie wollte keinen Sohn.
Deine Mutter, ey, sie wollte keinen Sohn. Jetzt stehst du hier oben auf der verdammten Bühne. Bevor ich lüge, sag ich, ey, du bist voll trübe. Ist mir ganz egal, auch wenn ich verkackt hab. Im Gegensatz zu ihm bin ich nicht so ein Bastard. Er sagt trotzdem zu mir, ey, Muru, du kannst richtig Hammer spitten. Und das ist so gut, wenn du willst, darfst du sogar meine Mama. Ja, weißt du selber Ja, ja, das Battle, muss ich sagen, Z vs. Muru, ist so ein normales Battle. Scheiße, die Eltern hier Rhymes. Du weißt, wer der King ist. Und du willst mich battlen, Alter, verpiss dich. Und ich weiß ganz genau, ich bin echt fresh. Eine Minute, die Zeit kennst du, ja, vom Sex. Brauchst du auch so lange. Schöne erste Runde von Muro. Bitte. Sehr schön, kommen wir zur ersten Runde von Z im A Cappella. Let's go. Also ich habe mich nicht vorbereitet. Der ist ja ganz gut vorbereitet, aber jetzt fällt mir mal spontan jetzt was ein. So. Und zwar... Das mit den Mutterficken hat diesem Bastard keiner abgenommen. Digga, wärst du von Köln nach Berlin gelaufen, dann hättest du wenigstens abgenommen. Genau, Digga, genau, genau. Ey, Junge, ich hasse das, wenn der Gegner dann die den letzten Reim sagt, wie ich das hasse. So, dann kommt jetzt mal die Countdown-Frage, ne? So. Digga, mir fällt nichts ein, außer Sau und Nagel. Was hat er zwischen seinen Titten? Bauch zum Nabel. Okay, du bist so fett, Dicker, dass ich sagen kann, du bist fett, Dicker. Auf jeden Fall so. Du bist so fett, Dicker, dass ich sagen kann, du bist fett, Dicker. Feier dich nicht, weil du bist nicht mein Bro. Aber auf jeden Fall, Bunisch, komm doch selber hoch, du Bitch. Auf jeden Fall. Abo, das ist die schlechteste Runde von Z. Auf jeden Fall, ich hab mich nicht vorbereitet, ja. Dann ist es fair, wenn du das auch Ja, er hat sich nicht vorbereitet und das hat man auch gemerkt. Also, das ist auf jeden Fall ein Sieg für Muro, Leute. Das war's wirklich. Z war überhaupt nicht vorbereitet, überhaupt. Das war sein schlechtestes Battle, Leute. Wir müssen ehrlich sein, er kann das viel besser. Das war's, macht's gut, haut rein und ciao.